Welcome, foolish mortals. Ja, hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Oktoberhaul. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es im Oktober wieder ein bisschen eskaliert ist. Aber man muss ja dazu sagen, ich bin seit August nicht mehr ins Disneyland gefahren. Übrigens hat Disneyland ja wieder zu. Und deswegen kann ich das Geld, was ich normalerweise für Disneyland-Trips ausgebe, für Disney-Merch ausgeben. Ja, also da hält sich sozusagen die Waage. Und dann fangen wir auch schon an mit den Phantom Manor-Ohren. Ihr seht, ich bin voll im Phantom Manor, Haunted Mansion-Outfit. Genau, weil die Minnie Mouse Main Attraction Ohren vom Oktober sind an die Attraktion Haunted Mansion angebunden. Egal, im Stil von Haunted Mansion. Ja, das sind die Ohren und ich hatte diesen Monat, oder weder meine Freundin noch ich hatten diesen Monat Glück bei den Ohren. Das war wirklich ein Desaster. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich in der Schweiz war oder an Shop Disney. Egal. Auf jeden Fall hat dann eine Freundin von Brina mir die Ohren sozusagen überlassen zum normalen Preis und bin sehr froh darüber. Genau, normaler Preis wäre 36 Euro gewesen für die Ohren. Und ja, was soll ich sagen? Also hier sind so Bänder dran. Die Bänder finde ich eigentlich ganz hübsch. Hier hinten ist ein Schleier. Also, ich finde die Idee mit dem Schleier eigentlich ganz cool. So mit wegen der Braut und so. Aber das ist kein Schleier. Damit kann ich vielleicht im Sommer die Fliegen fangen. Aber also wenn der Schleier etwas breiter gewesen wäre, dann wäre das echt cool gewesen. Dann finde ich das echt cool. Jetzt ist es halt irgendwie so ein Stofffetzen, der hinten am Kopf hängt. Aber die Bänder finde ich cool. Ja, die Farben muss man auch mögen, aber irgendwie mag ich die Farbkombi jetzt mit dem Spirit Jersey und dem dunklen Lippenstift. Finde ich das echt schick, jetzt so für Halloween und für die gruseligen Monate. Ja, aber man muss es mögen. Also da scheiden sich ja die Geister bei den Ohren. Aber meine Freundin, also ich habe gar nichts bekommen von der Kollektion, 0,0. Aber meine Freundin hat noch die Bauchtasche ergattert. Die wollte ich auch unbedingt haben. Mal so ein Set zu haben von der Minnie Mouse Main Attraction Collection. Ich habe, glaube ich, nur die Small World Kollektion, also Bauchtasche und die Small World Ohren. Und sonst, ja, jetzt die Haunted Mansion Bauchtasche ist im selben Farbschema mit denselben Blumen und Madame Leota hier in der Mitte. Genau, und die Bauchtasche hat 45 Euro gekostet. Und ich finde, es passt schon sehr, sehr gut zusammen. Dann würde ich sagen, bleiben wir bei Ohren. Zwei Paar Halloween-Ohren haben mich diesen Monat erreicht. Ich werde sie natürlich diesen Monat dann nicht mehr tragen, weil wir nicht ins Disneyland konnten zu Halloween. Aber es gibt ja noch andere Jahre, wo wir dann hoffentlich wieder ins Disneyland können an Halloween. Und zwar habe ich mir einmal diese Ohren hier bei EMP bestellt. Genau, das sind die von Loungefly. Dazu gab es auch einen Rucksack und ich muss sagen, ich mag das Material sehr. Das ist super weiches Kunstleder hier. Eine Samtschleife. Ich zeige es euch nochmal von hinten. Aber wirklich ein super süßes Paar Ohren. Und was dazu kommt, ich habe den gleichen Stoff mir bestellt aus Amerika mit demselben Muster und hatte dazu natürlich die passende Maske. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr jetzt nicht nochmal Masken tragen müssen im Disneyland zu Halloween, aber mal sehen. Ansonsten hätte ich noch die passende Maske dazu. Also ich habe nochmal für euch nachgeguckt. Die Ohren waren 29,21 Euro. Das ist wegen der Mehrwertsteuer. Ich glaube, die waren dann 30 Euro ursprünglich. Dann ein zweites Paar Ohren von Loungefly. Die habe ich aber bei Truffle Shuffle bestellt. Und zwar diese mega coolen Mickey-Geister-Ohren. Genau, die haben hier auch so ein Grundleder und ja, könnte man auch von beiden Seiten tragen, finde ich. Also hier ist die Schleife ja eher so im Hintergrund, hier ist sie im Vordergrund und die leuchten auch im Dunkeln. Dazu gab es auch einen Rucksack, aber an den zu kommen war ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich bin froh, die Ohren zu bekommen zu haben. Die waren etwas teurer, weil der Versand aus England dazu kam. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr den genauen Preis. Ich glaube, es waren um die 36, 37 Euro mit Versand aus England. Genau, aber richtig
schöne Ohren und ja, die werden jetzt eingepackt und müssen warten bis nächstes Jahr Halloween. Bleiben wir beim Thema Phantom Manor oder Haunted Mansion. Da gab es im Oktober auch noch eine Kollektion bei Shop Disney. Und zwar gab es da, glaube ich, 3 Sachen, die habe ich bestellt. Und zwar einmal ein Phantom Haunted Mansion, ich sag mal Phantom Manor, was ist Haunted Mansion, weil es aus Amerika kommt. Ein Haunted Mansion T-Shirt mit den Geistern. Und ja, es fällt sehr locker. Ich habe jetzt Größe M. Das hat 30 Euro gekostet, aber ich hatte, glaube ich, 20%. Also es gab irgendwie im, ich glaube, auf fast alles habe ich 20% bei Shop Disney, weil die jetzt zurzeit irgendwie nur 20% Aktion haben. Es gilt nicht auf jeden Artikel, aber auf das T-Shirt, glaube ich, hatte ich auf jeden Fall 20%. Ja, also ein, ich wollte auch was für den Sommer sozusagen haben, für wenn ich vor Phantom Manor Bilder machen möchte, wollte ich ein Sommer-Outfit haben und deswegen habe ich mir das T-Shirt gekauft. Dann gab es die Madame Leota. Meine funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Die hat funktioniert, als ich sie bekommen habe. Da hat man dann hier drauf gedrückt und dann hat es geleuchtet und sie hat geredet und dann konnte man, man kann sogar Wasser einfüllen in dieses Ding und dann kommt da Nebel raus. Ich weiß jetzt nicht, ob die Batterie leer ist. Ich kriege das Batteriefach auch nicht auf und ich habe keinen Mann im Haus zurzeit. Deswegen alles eine komplizierte Angelegenheit, aber ich hoffe, dass sie noch funktioniert und dass man nur Batterien auswechseln muss. Und wenn ich das nächste Mal einen Mann sehe, treffe, dann nehme ich es mit und dass er mir die Batteriefach aufschraubt. Ja, ich kann sowas normalerweise, aber es ist irgendwie sehr, sehr fest zugedreht. Die Madame Leota hat 30 Euro gekostet. Ja, die war auch einigermaßen schnell weg. Und dann gab es noch einen Funko Pop. Den muss ich euch jetzt mal rausholen. Also das ist der Karton und das ist Victor Geist von The Haunted Mansion. Und das ist eine limitierte Edition gewesen. Gab es auch im Disneyland irgendwie für mehr Geld. Online hat der 20 Euro gekostet und darauf gab es keine 20% Rabatt. Also auf die limitierten Sachen gibt es keine Rabatte. Ich hole ihn euch mal raus. Und zwar, ja, da ist Victor Geist. Spielt an der Orgel. Ja, ich bin jetzt nicht der mega, mega, mega Haunted Mansion Fan, aber ich muss sagen, ich mag ja Funkos und da es eine limitierte Stückzahl war, dachte ich, komm, kaufst du den mal und ja, der kommt jetzt in gute Hände. Ja, weiter mit Stückzahl limitiert und Shop Disney. Es gab Schlüssel, aber zu kaufen. Ja, man konnte dieses Schlüsselset kaufen für 40 Euro. Es war limitiert, aber irgendwie gab es die Schlüssel oder ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt. Falls es irgendwas noch geben sollte, bei Shop Disney ist das aber eher unwahrscheinlich, verlinke ich euch das natürlich unten oder packe euch die Links unten in die Infobox. Aber die Schlüssel gab es sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, normalerweise gibt es die Schlüssel ja kostenlos zu einer Bestellung dazu, wenn man irgendwas für 25 Euro bestellt. Hier in dem Fall musste man es halt kaufen, aber ich finde auch die Verpackung sehr hübsch, weil man kann es einfach drin lassen und die verstauben nicht. Und ja, also man hat einmal ein Walt Disney Animation Studios Schlüssel, ein Pixar Schlüssel, einen Marvel Schlüssel und einen Lucasfilm Schlüssel. Also von allen sozusagen Studios ein Schlüssel. Eine ganz nette Idee und ja, ich bin jetzt nicht super gehypt, dass ich die habe, aber ja, ich sammle ja die Schlüssel, außer den letzten Marvel Schlüssel, den habe ich nicht mitbestellt, also den es da zu der Bestellung dazu gab, weil ich überhaupt kein Marvel Fan bin. Ja, hier ist er dabei, okay. Ja, also bin ich jetzt nicht super mega gehypt. Ja, bleiben wir bei Shop Disney. Die rasten ja irgendwie immer aus jetzt in den letzten Wochen. Also ist wieder sehr viel Shop Disney, aber ich mache das jetzt so im Wechsel. Und zwar hatte ja Pluto irgendwann 90. Geburtstag. Aber die Sachen kamen in Amerika früher raus, als sie bei uns rauskamen. Auf jeden Fall habe ich mir den Pluto Spirit Jersey gekauft. Ein richtig schöner Spirit Jersey. Spirit Jerseys kosten 60 Euro, wie immer. Und hinten steht ganz groß Pluto drauf. Also wirklich super, super süß. Und ich freue mich schon, wenn ich Pluto da mit diesem Spirit Jersey treffen kann im Disneyland Paris. Weil ich Pluto schon sehr gern mag. Pluto macht manchmal echt coole Interaktionen. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
Machen wir weiter mit einem Buch, welches ich zugeschickt bekommen habe vom Carlsen Verlag. Danke nochmal an den Carlsen Verlag. Ich darf ein Buch lesen von der neuen Twisted Tale Reihe. Es gab einmal die Schneewittchen-Version und einmal die Mulan-Version. Ich habe mich für die Schneewittchen-Version entschieden. Spieglein, Spieglein, Twisted Tale. Und was wäre, wenn die böse Stiefmutter den Prinzen vergiftet hätte? Ja, das Buch darf ich lesen und rezensieren. Ich habe es noch nicht angefangen, ich wollte es erstmal euch zeigen. Und ich bin sehr gespannt, wie ich das Buch finde. Die Twisted Tales Twisted Tale Geschichten sind ja immer sehr interessant. Und dann werdet ihr wahrscheinlich in einem meiner Vlogs die Rezension hören. Und auf jeden Fall auf Instagram. Also schaltet oder folgt mir auf Instagram, wenn es ihr noch nicht tut. Ich blende euch hier auch gerne mal meinen Instagram-Namen ein. Und ansonsten in meinen Monis Magical Vlogs, die jetzt angefangen haben, werde ich auf jeden Fall auch darüber berichten. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht mehr, was ich weitermachen soll, weil ich habe so viele Christmas-Sachen bereits auch von Shop Disney. Ich glaube, die mache ich am Ende, weil es dann so für den Übergang von Halloween zu Christmas passt. Dann machen wir weiter mit Bershka. Ja, bei Bershka gab es eine neue Mickey- oder Disney-Kollektion. Da habe ich mir drei Teile gekauft. Und zwar einmal dieses Poloshirt. Übrigens fallen die Sachen sehr groß. Also die Oberteile fallen sehr groß aus. Also das ist jetzt hier S. Ihr seht es auch unten nochmal angezogen. Es ist super lang. Die neue Kollektion hat so 90s Touch. Ich habe dazu mal ein Reel gemacht auf Instagram. So ein bisschen ist auf die Schippe genommen von die Kollektion. Also es hat alles so ein bisschen 90s Touch, aber den das Poloshirt fand ich echt süß. Das hat 30 Euro gekostet. Und das gibt es auch noch online, wenn ihr das nachshoppen wollt. Dann einen weiteren Pullover von Bershka mit den Prinzessinnen. Der ist auch Größe S, soweit ich weiß. Ja, also die Sachen fallen super, super groß aus. Ihr seht, das, wie groß dieser Pullover ist. Es sind alle Prinzessinnen vertreten und da hat hier so an der Seite auch so Taschen, was ich sehr bequem finde. Also er ist super cozy jetzt für die kälteren Tage. Und der war auch 30 Euro, falls nicht erwähnt hatte. Und eine Hose, und zwar hier die Hose. Das ist auch so, die ist sehr hochgeschnitten, deswegen auch so 90s Look. Die Hose war 45 Euro und es gibt auch noch, wie gesagt, alle Sachen. Und einmal habt ihr hier Mini und auf der anderen Seite Daisy. Finde ich auch eine richtig super schicke Hose. Machen wir weiter bei Klamotten, Schuhen. Ich habe zwei Paar Schuhe bestellt bei Reserved. Und zwar ist es bei Reserved so wie bei Zara, dass es in der Kinderabteilung Schuhe bis Größe 39 gibt. Und ich habe ja Schuhgröße 38, wer es noch nicht weiß. Und da habe ich mir zwei Paar Schuhe gekauft aus der Kinderabteilung. Und zwar einmal diese Stiefeletten mit All-Over Mickey. Richtig süß. Perfekt für den Herbst jetzt. Haben auch so eine Lackschicht. Und ja, die Schuhe kosten, soweit ich mich erinnere, ich glaube, hier steht es noch drauf, 35 Euro. Mit dann Mehrwertsteuer und so, bla bla. Aber ich weiß, dass es bei den Weißen 20% Rabatt hatte. Als es 20% Rabatt gab, gab es die Rosanen leider nicht. Die waren ausverkauft in meiner Größe. Deswegen habe ich mir die danach zum normalen Preis nochmal bestellt. Aber ich finde auch 35 Euro geht voll klar. Also einmal hier die coolen Mickey-Schuhe. Und dann auch nochmal die Schuhe in Weiß. Die haben jetzt aber nicht so eine Lackoptik. Sind eher matt, weiß. Haben an der Seite einen Mickey und wie gesagt, die kosten auch normalerweise 35 Euro, aber da gab es bei mir 20% Rabatt. Also auf jeden Fall mal bei Reserved vorbeischauen in der Kinderschuhabteilung, wer Größe 39 trägt. Dann hat mich ein Paket aus Amerika erreicht. Das war auch sehr lange unterwegs. Ich weiß gar nicht, wann wir das bestellt haben. Ich habe zusammen mit Cat bestellt und ich weiß nicht, es war locker. Also es lag 2 Wochen mindestens beim Zoll. Wenn nicht mehr. Also ich glaube, vor 4 oder 6 Wochen haben wir es bestellt bei einem Personal Shopper aus Disneyland Anaheim. Ich kann euch gerne mal den Kontakt unten in die Infobox schreiben. Den kann man über Facebook oder Messenger anschreiben. Und ja, der kauft euch dann die Sachen in Disneyland Anaheim. Zurzeit ja nur nicht im Park selbst, sondern halt in diesem Disney Village, wie es da heißt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. In Anaheim. Ich war da selbst ja noch nie.
Genau, aber ihr zahlt halt dann noch ein bisschen Gebühren drauf und natürlich den Versand nach Deutschland. Also müsst ihr euch schon überlegen, ob ihr da bestellt. Aber ich wollte unbedingt diesen Rucksack hier haben. Also wir haben primär wegen dem Rucksack hier bestellt. Dieser Loungefly Schlossrucksack. Ich suche ja schon seit langem diese Schlosstasche, die es gibt. Die gab es ja mal, aber die ist überall ausverkauft. Und alles, was mit Schloss gefüllt ist, ist, finde ich, wunderschön. Deswegen habe ich mir diesen Loungefly-Rucksack hier bestellt. Und innen drin steht sogar Disneyland Resort. Also den gibt es nur in Anaheim zu kaufen. Ist parkexklusiv. Und dann hat der Personal Shopper noch, also Cat hat sich den auch bestellt. Und dann hat der Personal Shopper gefragt, weil da eh noch Platz im Karton war, ob wir für dieselben Versandkosten nicht noch was dazu kaufen wollen. Cat hat sich die grünen Smaragdohren mitbestellt. Und ich habe mich für ein T-Shirt entschieden. Das wollte ich mal testen. Und zwar das hier. Das ist auch sehr lang. Ich weiß gar nicht, welche Größe das ist. Ich glaube M. Ja, Medium. Und zwar ist Mickey vor dem Schloss, macht ein Selfie. Ja. Und es steht Disneyland Resort drauf. Also ein ganz süßes T-Shirt, aber ich glaube, ich würde nicht nochmal ein T-Shirt bestellen. Also ich habe ja eh genug Disney-T-Shirts und jetzt im Nachhinein, glaube ich, hätte ich die auch Ohren bestellen sollen oder so. Aber mir gefällt es trotzdem, aber muss jetzt nicht nochmal sein. Ja, wer mir auf Instagram folgt und sich vielleicht schon die jetzt hab Angst, Monis Magical Vlogs anguckt oder angeschaut hat, weiß, dass ich, mein Freund und ich uns zurzeit nicht sehen können, weil er in der Schweiz ist. Und ja, wegen der Reisewarnung ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten wir Jahrestag. Wir haben im Oktober Jahrestag. Wir hätten dieses Jahr Fünfjähriges oder wir haben Fünfjähriges gefeiert, konnten uns aber nicht sehen, hatten eigentlich was geplant. Egal, dieses Jahr ist ja sowieso alles anders. Wird alles nachgeholt. Aber er hat mir ein Geschenk zukommen lassen. Hat mich überrascht per Post. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auf den Bildschirm kriege. Aber wer mir auf Instagram folgt, weiß schon, was ich bekommen habe. Ah. Das Disney Lego Schloss. Ja, mein Steamboat Willie Aufbauvideo war ein bisschen Reinfall. Aber ich werde mir bei diesem Aufbau und bei diesem Video wirklich Mühe geben, dass alles reibungslos läuft. Und ich freue mich schon auf den Aufbau. Oh, ich zeige euch. Also es ist ganz schön schwer und riesig. Genau, also das hat er mir geschenkt. Und ich bin sehr gespannt auf den Aufbau. Ich werde auch die Kamera dazu mitnehmen und mich beim Aufbau begleiten. Ich weiß nicht, wie lange es dauert wird. Monate, Jahre. Mal sehen. Aber danke, mein Schatz, für dieses Schloss. Ich wollte das wirklich schon lange haben, zu Corona-Zeiten. Aber dann war, also am Anfang von Corona, da war es aber überall ausverkauft, weil ich glaube, die Leute haben irgendwie nur Lego gekauft und alles, was man so zu Hause machen kann und aufbauen kann. Und dann war es halt ausverkauft. Sogar in Paris war es ausverkauft. Aber, tada, da ist es. Und ich freue mich sehr. Ja, Primark. Ich war nicht selbst da. Also ich war einmal im Primark bei mir in Bonn, aber da war nichts. Also ich habe nichts gekauft. Aber die liebe Heidi war im Primark und da gab es einiges. Und sie hat es mir gekauft und zugeschickt. Und zwar einmal Baby-Yoda-Hausschuhe. Ich muss schon sagen, ich habe zwei Paar. Also einmal das Paar. Genau, die haben 7 Euro gekostet. Ich wollte 70 Euro sagen. 7 Euro gekostet. Also alles mit Baby Yoda geht immer. Dann das zweite Paar Hausschuhe. Nochmal 7 Euro. Ich finde das ganz cool in dieser Geschenkverpackung jetzt für Weihnachten oder so. Also wer Baby Yoda mag und Primark in der Nähe hat, sollte mal vorbeischauen, weil ich finde, das ist ein echt süßes Geschenk zu Weihnachten. Auch wegen der Verpackung. Hier hinten ist nochmal Baby Yoda drauf. Also wirklich super, super, super cute. Dann noch zwei Baby Yoda Sachen. Und zwar einmal Socken, drei Paar Socken für 4 Euro mit Baby Yoda. Und einmal so Kuschelsocken mit Baby Yoda für 3,50 € mit abstehenden Ohren. Ja, aber das reicht jetzt wieder für Baby Yoda Merch. Ich muss sagen, ich bin ja nicht der allergrößte Fan von dem Design hier, von diesem Comic-Design, der auch hier oben auf diesen Socken drauf ist. Aber es ist schon süß. Und dann hat sie mir noch zwei Kissen gekauft im Primark.
Die haben 9 Euro gekostet. Und zwar schwarz-goldene, weil mein Wohnzimmer zurzeit in Gold dekoriert ist. Fand ich die super schön. Meine neue Couch ist jetzt blau, aber ich finde das trotzdem echt passend. Also die goldenen Mickey sind echt cool. Den kann man auch abnehmen, den Kissenbezug, und waschen. Ja, also pro Kissen 9 Euro. Und danke nochmal an Heidi. Bevor wir jetzt zu Shop Disney und Weihnachten kommen, ich weiß, ihr wartet alle gespannt darauf, im November wird es auch einiges an Christmas-Merch geben, kommen wir zu Make-A-Wish und Shop Disney. Ich weiß nicht, ob ihr es bereits gesehen habt, auf Instagram oder in eines der Moonies Magical Vlogs, habe ich es auch erwähnt. Einige der Disney-Community und mich inkludiert unterstützen dieses Jahr Make-A-Wish Deutschland. Da wird auch noch einiges zu kommen in den nächsten Wochen. Ihr könnt gespannt sein, ich werde alles in den Moonies Magical Vlogs erwähnen und berichten. Also gern mal in die Playlist reinschauen. Ich verlinke euch die auch nochmal bei dem i. Das wird wirklich ganz toll. Freue mich auch sehr darauf. Aber es gab, zurück zum Merch, es gab eine Make-A-Wish-Kollektion. Die ist weltweit am selben Tag rausgekommen. In Deutschland oder in Europa nur. Also nicht komplett alles, es gab noch viel mehr in Amerika, aber wir haben schon einiges bekommen. Das Problem war bei der Make-A-Wish-Kollektion, es war erstens super schnell wieder ausverkauft, also die Jerseys und die Rucksäcke. Und zweitens gab es super viele Stornierungen im Nachhinein. Ich glaube, bis zu einer Woche danach wurden Jerseys oder Rucksäcke storniert von Shop Disney selbst und das finde ich echt Kacke. Also besser kann ich es nicht ausdrücken. Das habe ich auch so noch nie erlebt. Bei mir wurde zum Glück nichts storniert, aber ich weiß, viele haben mir angeschrieben und waren super unglücklich, dass ihr Jersey storniert wurde, weil man kommt ja auch sonst nicht dran. Es gibt den jetzt zwar in Disneyland Paris, aber Disneyland Paris hat jetzt auch bis Februar geschlossen. Das heißt, man kann jetzt nur in Amerika bestellen, theoretisch. Aber das ist ja auch super teuer. Also ich finde, da hat Shop Disney sich echt ins Bein geschossen. Hier mein geiler Schleier. Hat sich Shop Disney wirklich ins Bein geschossen mit der Kollektion. Ich weiß nicht, was da schief lief, ob die Buchungsprobleme hatten, also wie viele Sachen die bekommen, ob sie die Sachen erst nach Release bekommen haben, gesehen haben, oh, wir haben weniger Sachen bekommen. Ich weiß es nicht, aber es war wirklich Frust da. Naja, ich zeige euch auf jeden Fall jetzt die Sachen, die ich bekommen habe. Ich habe alles bestellt aus der Kollektion, die es hier gab, außer die Cappy. Und zwar einmal die wunderschönen Make-A-Wish-Ohren. Also sie sind wirklich, es glitzert alles so schön und in diesem Make-A-Wish-Blau. Die Kollektion gab es jetzt zum 40. Jubiläum von Disney und Make-A-Wish, also in Amerika. Deswegen wurde die auch weltweit veröffentlicht. Die habe ich übrigens alles selbst bezahlt, also Make-A-Wish hat uns nichts davon zugeschickt. Und ja, also die Ohren, Originalpreis war 26 Euro, aber ich habe nur 20 bezahlt, weil irgendwie automatisch ein Rabatt angewendet wurde. Ich weiß auch nicht, wieso. Also einmal die Make-A-Wish-Ohren. Dann gab es eine Gürteltasche, die habe ich mir auch gekauft. Die hat 39 Euro gekostet und auf die gab es keinen Rabatt. Und ja. Kennt ihr das Prinzip aus meinen anderen Hauls? Macht man hier am Gürtel dran und dann trägt man sie wie eine Bauchtasche. Man kann sie auch hier halten, aber das finde ich ein bisschen unnötig. Dann natürlich der Spirit Jersey. 60 Euro. Glitzert. Ein Traum. Also der ist wirklich traumhaft schön. Ich bin verliebt in diesen Jersey. Hinten ist Disneyland Resort. In Disneyland Paris gibt es denselben mit Disneyland Paris drauf. Aber da kommen wir ja jetzt so schnell nicht hin. Deswegen bei Shop Disney gab es nur den mit Disneyland Resort. Ist ja auch egal, ist es trotzdem wunderschön. Also, ich bin echt verliebt in diesen Jersey. Und zu guter Letzt gab es den Loungefella Rucksack noch dazu. Der hat 75 Euro gekostet und ist auch einfach ein Traum. Also die Farben, dieses Funkeln, es passt super zu Make-A-Wish, es passt super zu Disney. Und ja, also ich bin in die Kollektion wirklich verliebt, deswegen musste alles sein. Bei den Rucksäcken bin ich ja sonst immer so skeptisch, aber der musste sein. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ja,
mein Ständchen dazu. Fangen wir mit den Weihnachtssachen an von Shop Disney. Das ist auch einiges. Also der Vlog, der Haul ist wieder sehr lang. Aber jetzt kommt zu Christmas und die ist sau schwer. Ich habe mir diese, also online stand Teppich und der soll 1,50 Meter lang sein. Das war wieder so eine Fehlbeschreibung von Shop Disney. Ich habe mir diese Fußmatte bestellt. Ist schon groß, aber nicht 1,50 Meter. Die hat 34 Euro gekostet, also schon teuer für so eine Fußmatte, aber gut. Sehr süß für Weihnachten und wird dann ersetzt durch die Halloween-Fußmatte. Und die ist super schwer, diese Fußmatte. Kann man auch die Arme mit trainieren. Ja, dann gab es die Lebkuchenohren, die neuen von diesem Jahr. Auch super cute, haben 26 Euro gekostet. Und ich hoffe, dass es noch ein Spirit Jersey gibt bei Shop Disney Deutschland oder Shop Disney Europa, weil das wäre natürlich perfekt. Es gibt einen Spirit Jersey, der mir dieses Jahr sehr, sehr gut gefällt. Ich hoffe, dass er online kommt, ansonsten muss ich mir ihn bei diesem Personal Shopper bestellen, er aus Anaheim. Weil ich finde auch bei Spirit Jerseys die Aufschrift Disneyland Resort schöner als Walt Disney World, muss ich ehrlich gestehen. Ja, deswegen mal gucken. Ich warte noch ein bisschen ab, weil Shop Disney braucht ja immer ein bisschen, bis die Sachen hier bei uns online kommen. Keine Ahnung wieso. Aber einmal die Lebkuchenohren. Sind sehr ähnlich zu den Ohren von letztem Jahr. Die es da gab, nur ein bisschen kleiner und heller, aber trotzdem super cute. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, ich bin nicht der größte Toy Story Fan. Aber als ich das gesehen habe, das war so zuckersüß. Forky mit einer Zuckerstange. Den gab es auch im Disneyland Paris und als ich den gesehen habe, fand ich den so süß. Und ja, ich glaube auf alle Christmas-Sachen hatte ich 20% Rabatt. Und der Originalpreis war 26 Euro. Und der kann dann hier so stehen und ja, jetzt kippt er nach vorne, aber ich glaube, man kann den so ein bisschen biegen. Und also ich finde den ja so süß, diesen Forky, und deswegen musste das sein jetzt zu Weihnachten. Also super, super cute. Also bei Weihnachtssachen ist bei mir alles super, super cute. Dann habe ich mir auch einige Ornamente bestellt, weil Ornamente sind aber schön. Ich muss sie jetzt alle mal aufsammeln. Normalerweise zu Weihnachten haben wir eine Tanne oder einen Weihnachtsbaum, der bei uns auf der Terrasse das ganze Jahr übersteht und sozusagen wächst. Aber der ist noch sehr klein. Das heißt, es passen nicht viele Ornamente drauf und die Äste sind natürlich nicht so stark. Und bei Shop Disney irgendwie die Ornamente sind ja gefühlt riesig. Deswegen gibt es dieses Jahr einen 1,80 Meter Kunstbaum, den ich mir gerade eben von Amazon bestellt habe, den werde ich dann total toll dekorieren. Das werdet ihr dann auch in den Vlog sehen. Ja, also der kleine Weihnachtsbaum von oben von der Terrasse wird dann wahrscheinlich einfach vor die Tür kommen, so mit kleiner Lichterkette, finde ich auch ganz schön die Idee. Aber der bleibt bestehen, also wir werden ihn nicht wegschmeißen. Ich hoffe, dass er irgendwann in 15, 20 Jahren groß genug ist, dass wir den künstlichen dann nicht mehr aufstellen müssen. Aber nachhaltig sein. Jetzt auf jeden Fall zu den Ornamenten. Einmal, das meine ich mit diesen Riesenornamenten, also könnte auch eine Figur sein, die man irgendwo hinstellt. Hat auch irgendwie nichts mit Weihnachten zu tun wirklich, aber es ist trotzdem wunderschön. Einmal das Schön und das Biest Ornament. Und das Tolle an diesem Ornament ist, aufgehört. Also ein Ornament von meinem Lieblingsfilm mit einer meiner Lieblingssongs aus dem Film musste sein. Das Ornament hat Originalpreis 21 Euro gekostet, ist nicht günstig für die Ornamente, aber also das musste sein. Ein weiteres Ornament, was nichts mit Weihnachten zu tun hat, ist dieser Dumbo. Aber super cute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also der ist wirklich super süß. Dieser Dumbo und der hat 17 Euro gekostet und ja, hab mich schwer verliebt in den kleinen, süßen Dumbo. Ich muss ihn mal vorsichtig in diese Kartons packen, weil sonst sie noch kaputt gehen. Das möchte ich natürlich nicht. Dann Walt und Mickey.
Bei Walt habe ich schon öfter in der Story gesehen, gab es das Problem, dass die Hand irgendwie immer abgebrochen war. Mein Walt kam heile an, hat auch 17 gekostet. Und ich weiß ja nicht, ob ich also das Ding hier abmache und es einfach hinstelle oder wirklich an den Baum hänge. Das muss ich mal entscheiden, aber Walt und Mickey ist einfach so ein Muss. Dann Chip and Dale in ihrer Weihnachtsnuss. Verkleidet als Weihnachtsmänner. Was soll ich dazu sagen? Als super cute. Hat auch 17 Euro gekostet. Also, Ornamente sind einfach so süß. Und der nächste, also, das ist einfach der Knaller. Ich freue mich schon auf die Bilder. Ja, Seppel als verheddert in der Weihnachtslichterkette. Mit Zuckerstange in der Hand und Sternen. Ja, ich bin dem Weihnachtsfieber, glaube ich, mittlerweile verfallen. Ich werde auch den Weihnachtsbaum, sobald er kommt, aufstellen und dekorieren. Mitte November. Mhm. Aber ich muss davon super lang was haben, von diesen Ornamenten. Weil ja, der hat auch 17 Euro gekostet ohne Rabatt. Und die sind halt super teuer, aber super cute. Und es kommen noch zwei Ornamente. Ja. Die haben auch 17 Euro gekostet. Und zwar, das ist Mini, ja, Mini und Mickey. Als so Puppenspielermäßiges Design, auch im Weihnachtslook, auch, kann ich dann auch sagen, ne? Ist super cute, super süß. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich finde das alles super, super süß. Das ist einfach, ach, Weihnachten ist einfach. Einfach toll, auch wenn ich es dieses Jahr relativ einsam verbringen werde. Also ich werde jetzt auf jeden Fall zu meinen Eltern fahren an Weihnachten. Ob ich meinen Freund sehe, weiß ich noch nicht. Das muss ich mal sehen, wie es dann um Weihnachten aussieht mit den Grenzen und so und der, dem Risikogebiet. Aber das wäre schon sehr traurig. Naja, egal, möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. So, jetzt habe ich noch drei Sachen, Christmas-Sachen. Oh, mir ist so warm heute. Oh. Es ist auch gefühlt irgendwie im Oktober 20 Grad. Also super warm. Super cute, super warm. Dann habe ich mir diese Kerze bestellt. Die riecht nach Lebkuchen. Hat 18 Euro gekostet. Ja, es ist schon teuer für so eine Kerze, Duftkerze. Aber ich finde, wenn die ausgebrannt ist, kann man das Gefäß dann an Weihnachten für Blumen nutzen, als Deko oder so, weil das ist einfach... Es steht schon drauf, the sweetest time of the year. Es ist einfach super süß. Hinten habt ihr noch so eine Mickey-Shape drauf. Ja, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Habe ich auch am meisten Deko irgendwie oben. Also Herbst hat nicht so viel Deko wie Weihnachten. Dann habe ich mir hier diesen Servierteller gekauft von Shop Disney für 25 Euro. Ja, ist aus Porzellan. Sieht hübsch aus und ja, weiß auch nicht genau, was ich damit machen werde, aber Hauptsache man haut's, ne? Und ah, jetzt fail. Jetzt ist meine Lampe mit umgefallen. Ja, genau. Also die letzten zwei Sachen, ich packe euch mal einen aus. Ich habe ja an Halloween nur ein Kissen bestellt und habe bereut, dass ich nicht zwei bestellt habe von diesen Kürbissen. Deswegen mache ich jetzt bei Weihnachten nicht denselben Fehler und habe direkt zwei von den Weihnachtskissen bestellt. Ist hier noch ein Preis dran? Ja. 28 Euro pro Kissen. Auch sehr weihnachtlich. Hinten habt ihr so kleine süße Knöpfe. Kann man nicht. Ich weiß gar nicht, ob man die waschen kann. Sieht nicht so aus. Aber Hauptsache hier wieder so halbes Fax dabei. Naja, auf jeden Fall habe ich zwei von diesen Kissen gekauft, weil ja, ich ja so bereut habe, dass ich an Halloween keine zwei Kissen bestellt habe, weil ich mag die Symmetrie. Ja, und das war auch schon mein Haul. Dieser Schleier geht mir auf den Keks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir unten gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat von meinem Haul. Und dann sehen wir uns in meinen Moonies Magical Vlogs auf jeden Fall wieder. Da zeige ich auch mal zwischendurch
was ich so zugeschickt oder was für Pakete ich bekommen habe. So eine Art immer Mini-Hauls, aber ich zeige auch immer alles in meinen richtigen Monats-Hauls. Ansonsten hat... ich rede schon wieder zu lang. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Also bis dann!